Guten Tag und willkommen zurück bei Bowser's Fury, die jetzt natürlich nicht mehr wirklich Bowser's Fury ist, weil wir im letzten Part Bowser's Fury so ziemlich abgeschlossen haben, aber es wurde ja so erklärt, dass Bowser sich wieder in diesen, ja was eigentlich, schwarzen Klumpen verwandelt hat. Und jetzt wieder über das Land wütet. Und jetzt wollte ich erstmal schauen mit euch, was Toadette hier überhaupt will. Sie will die Toads anscheinend. Wir können nicht mit ihr reden. Ich gehe mal davon aus, dass es dann so ähnlich wie mit den Babykätzchen sein wird, dass wir halt die Toads finden und zu ihr bringen müssen. Nur, wie wir sie zu ihr bringen, weiß ich noch nicht wirklich, ob wir ein... Ich denke mal, wir müssen einfach mit denen reden. Und was ist das denn? Da hinten in der Ferne. Also da. Ist irgendeine Coin. Eine Plessy-Coin? Das wäre richtig weird. Ich denke, das schaue ich direkt mal nach. Gehen wir auf Plessy drauf. Oh, und da ist eine Wolke. Haben wir die schon aktiviert? Nee, ne? Es ist tatsächlich eine Plessy-Coin. Was zum Teufel? Und Plessy hat sich jetzt auch verwandelt. In so ein... Katzenvieh. Oh! Ah, das ist interessant. Das ist quasi wie mit den blauen Münzen. Nur mit einer einzigen Coin. Okay. Interesting. Das wirkt sehr cool. Ah, komm. Wir wollen sie auch noch bekommen. Ja, aber easy. Vor allem, wenn die einfach da erscheinen, wo wir nicht von Plessy absteigen müssen. Alles klar, okay. Plessy-Medaillen, Sammelfieber. Oh, cool, cool. Ich hoffe, das war nicht die einzige Mission mit den Plessy-Medaillen. Sondern wir kriegen dann noch was. Was ist hier? Das haben wir schon gemacht. Aber ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass wir irgendwo etwas noch nicht eingesammelt haben. Also so ein Ring. So ein Plessy-Parcours haben wir irgendwo noch nicht gemacht. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und hier ist es auf jeden Fall viel einfacher. Wenn man den Katzenanzug hat. Ging die Zeit, die Wasserfälle hoch. Okay. Hätte ich vielleicht ohne machen sollen, um ehrlich zu sein. Aber da drüben sind noch Plessy-Medaillen. Also langweilig wird einem hier... Auf jeden Fall nicht. Oh, die ist ziemlich weit weg. Und da habe ich auch noch Bock drauf. Auf diesen Lavasee da oben. Da noch zu schauen, was es hier überall gibt. Obwohl, ist auch kein Lavasee? Doch! Ja, okay. Das dachte ich mir schon, dass es hier noch so eine Katzenaufgabe gibt. Ich meine nämlich, eine gesehen zu haben noch im letzten Part. Also hätte es mich jetzt ziemlich gewundert, wenn da keine mehr wäre. Nein, weil ich da gefailt habe. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin doch auf Plessy draufgestiegen. Irgendwie ist es auch ziemlich komisch, ne? Können wir? Nein. Okay. Ja. Ja, das ist jetzt so ein bisschen an zwei Baustellen bauen. Ich weiß. Aber ich würde dennoch gerne schon mal die Babykatze zurückbringen. Einfach nur, damit wir es schon gemacht haben.
Und dann brauchen wir auch nicht immer so vor und zurück gehen auf der Map. Ja, okay. Wie viele waren es? 5? Ja. Dann brauchen wir auch nicht immer so vor und zurück gehen auf der Map, weil ich denke, das könnte auch sehr nervig sein, wenn wir immer dann den ganzen Weg zurücklaufen müssen, einfach nur um da wieder die Aufgabe anzufangen. Also lass ich das lieber sein. Und ist da eine Katze? Ja, hier ist eine Katze. Okay. Dachte, ich hätte mich verschaut, aber nein. In der Tat nicht. Die Katzen sind schon niedlich. Ist schon süß gemacht von Nintendo. Aber dann ist auch die Frage, wo die Katzen jetzt überall sein können. Also, hier ist auf jeden Fall noch einer. Okay. Ziemlich easy. Aber ich meinte jetzt eher im... in dem Sinne, ob die auch auf weit entfernten Inseln sein können. Weil das hatten wir mal in einem Part. Da mussten wir eine Katze über eine Eisscholle auf die andere Insel tragen, die, keine Ahnung, ich glaube, 2 Inseln weit weg war. Oh, Katzenglocke. Wir haben zwar schon eine, aber nehmen wir mit fürs Inventar. Das war schon sehr anspruchsvoll, will ich mal behaupten. Okay. Vor allem, weil die Katze ja verschwindet, wenn man einmal ins Wasser fällt. Apropos ins Wasser fallen, ich würde ungern darunter fallen. Ich glaube nämlich, dass man von diesem schwarzen Schleim One-Hit ist. Und jetzt werden wir es erfahren. So ziemlich. Also man ist so ziemlich One-Hit. Aber man kann noch versuchen zu entkommen. Und in meinem Fall hat es jetzt sogar geklappt. Glück gehabt. Es war sehr knapp. Ja, komm du Arsch. Was? Wie soll ich denn jetzt... Wie soll ich den jetzt überhaupt treffen? Moment, ich habe eine Idee. Ich glaube, bei diesem Schatten sollte man immer auf Boomerang Mario zurückgreifen. Komm her! Komm! Jawohl. Okay, da haben wir ihn. Sprunghafter Wutschatten. Alles klar. Nice. Ah, jetzt können wir da auch hoch. Auf diesen Hauptteil, sag ich mal, von der Insel. Ich glaube, da waren wir vorher gar nicht, ne? Scheiß Dreck, ey. Zum Glück führt hier die Röhre wieder hoch. Sonst wäre es eine extrem nervige Aufgabe. Okay, da habe ich jetzt Spring gedrückt. Der Controller hat wieder gespackt. No joke. Ich hatte immer noch nicht die Lust,
den Controller reparieren zu lassen. Weil ich habe halt auch nicht wirklich einen Ersatz. Ich habe hier halt einen anderen Controller, da ist der... da ist der Stick abgebrochen. Ja, das ist dann aber auch der einzige Controller, den ich hier noch zur Verfügung habe. Und das Spiel kann man leider nur mit Stick spielen. Mit dem Steuerkreuz macht man eben, gibt man sich eben die Items. Und deswegen kann man dann darüber logischerweise auch nicht steuern. Vielleicht kann man es umstellen. Das wäre ganz cool, dass man sich mit dem Thumbstick die Items gibt. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Jetzt haben wir schon wieder 5 Katzenglocken. Hä? Was ist das denn? What? Bowser, entspann dich mal. Oh, wie es laggt. Ja, okay, da konnte ich jetzt leider nur durchrennen. Ach, so ein Bullshit. Komm, nehme ich mal eine Katzenglocke. Ey, wie kommt man denn da auf die Inseln drauf? Damit werde ich auch noch sehr viel Spaß haben, glaube ich. Und da oben die Insel kriegt man... Ach, Moment mal, wurde das freigebombt? Ah, okay. Sorry, Leute, ich habe gerade absolut keinen Bock, gegen Bowser zu kämpfen. Hatten wir ja im letzten Part schon zu Genüge. Also lassen wir das heute einfach mal bleiben. Okay. Aber trotzdem interessiert mich. Wie man... Man hätte hier einfach langlaufen können. Ja, okay. Trotzdem interessiert mich, wie man zu diesen... zu dieser Goldinsel kommt. Beziehungsweise wo die ist. Da oben ist noch eine Insel, aber ich denke, da kommen wir hin, indem wir da diesen Berg abschließen. Möchte ich allerdings nicht in diesem Part machen. Ich denke, den hebe ich mir echt bis ganz zum Schluss auf. Oder wenn ich halt Bock habe. Mal schauen. Ne? Ich will auf jeden Fall noch nichts versprechen. Katzenfussis zum Frühstück. Ja, cool. Dieses Item, sag ich jetzt mal, das kennt man schon aus Super Mario 3D World. Aber ist auch nicht weiter verwunderlich, weil das hatte ja alles generell so ein Super Mario 3D World Touch. Aber logisch. Es ist... Es soll in diesem Universum, sag ich mal, spielen. Von Super Mario 3D World ist ja nur quasi eine
Erweiterung, eine Inselerweiterung. Und deswegen... Deswegen finde ich die Entscheidung hier so ein... Diese ganzen Items wieder zurückgebracht zu haben, begrüße ich tatsächlich eher. Anstatt zu sagen, ja, warum? Hätten sie da nichts Neues machen können? Ja. Kann man zwar auch sagen. Beziehungsweise verstehe ich die Meinung, wenn die jemand hat. Aber es ist nun mal generell auch eine neue Idee, so eine... Ja, ich will das nicht Insel nennen. Es ist generell eine neue Idee mit diesem Bowser's Fury. Einfach so mit den Katzeninsignien und so weiter. Weil man eben vorher so einen klassischen Mario-Stil hatte, dass man eben durch das Level durchgehen muss. Man muss 3 Sammelobjekte sammeln. Und ganz am Ende wartet dann eine Zielflagge auf einen. Also ist das hier schon, kann man das schon als neue Idee bezeichnen. Was auch meiner Meinung nach komplett genügt. Was man allerdings sagen kann, ist, dass man auch gerne neue Items hätte reinbringen können. Da sage ich auch, ja, ist ein bisschen schwach, dass hier nicht einfach nochmal neue Items reingebracht wurden. Meinetwegen auch gerne aus den 2D-Titeln. Heißt irgendwie Propellerhead. Dann wären zwar die Hüte relativ nutzlos. Aber es wäre dennoch eine nette Idee. Einfach den... Ah, komm schon. Bowser hat mich da jetzt behindert. Wäre trotzdem eine nette Idee, hier mit den 2D-Items rumrennen zu können. Oder mit dem Eichel-Suit aus New Super Mario Bros. Wii. New Super Mario Bros. U, nicht Wii. Und da haben wir sie. Ich dachte jetzt, dass es schon wieder nicht reicht, aber doch. Es reicht. Und wir verjagen Bowser ein weiteres Mal. Es hat aber gerade so gereicht, ne? Gerade so. Was gibt's denn da drüben? Da drüben kann man noch mit Plessy her. Ist Plessy hier in der Nähe? Moment. Ja. Da ist er. Oder sie? Ich glaube, es ist ein Er, oder? Ja. Wahrscheinlich. Hier können wir drüber bouncen. Sieht man die damit? Ja. Tut man. Und jetzt würde ich gerne wissen, was ist hier? Nichts? Ja, okay, anscheinend soll man von dieser Seite aus kommen. Ah, okay. Schon wieder so eine Challenge. Ich denke, erst besiegen wir den Spike hier. Hallo? Ey, wäre ich jetzt in den Rhein gerannt, weil Mario nicht die Kratzattacke ausführen wollte, ne? Oh! Du Drecksack! Eher einen Geldsack, aber in seinem Fall ein ziemlicher Drecksack. Kampf mit unsichtbarem Clou. Ja, in der Tat. Wurde er gerade von... Moment mal. Was ich mich jetzt frage, wurde er gerade von Bowser Jr. aufgedeckt? Wäre ziemlich lame, weil ich habe Bowser Jr. komplett ausgestellt. Der dürfte ja eigentlich nichts mehr
machen. Okay. Und wir können hier einfach drüber rennen. Das ist sick. Auf Schleusentors Kante. Ja, hau mal ab, Bowser. Da oben. Da oben ist die goldene Insel. Jetzt hätte man nur noch wissen müssen, wo Bowser gerade war, ne? Aber das ist über irgendeiner runden Insel. Mist, ey. Ich denke, ich merke mir mal, dass man die Insel von hier aus sehen kann. Und ich hoffe, wir werden sie dann im nächsten Part finden. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.